Hallo, herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Am besten du hältst dich da. Ja, wir spielen ein etwas älteres Spiel. Aber ich habe einfach voll Bock drauf. Worauf ich keinen Bock habe, sind diese Grafikfehler. Genau diese. Ja, gesehen? Na egal. Spaß muss sein. Kann denn schon groß passieren? Also, wir sind in Montera. Wir haben immer noch die Hauptquest, finde Xardas und finde die Feuerkelche. Ich weiß, Mann, ich weiß. Kapdun haben wir mit abgeschlossen, machen wir später. Wir haben noch eine Nachricht für Okara. Wir wissen aber gar nicht, wie sie sich dazu zwingen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wir haben noch die Quest Steinwurzeln für den Druiden Korgan. Die sind ja in der Nähe von Flussbetten zu finden. Ich habe damit aber das bringen wir auch erstmal zurück. Wir haben in Montera selbst noch die Quest Weizen für den Lagermeister. Und wie loyal sind die Ork-Söldner? In diesem Sinne sollten wir mit allen Söldnern gesprochen haben und Marik schlussendlich sagen, wer der Rebell ist. Wir haben es rausgefunden, aber wir haben Sanford, war das ja. Den wollten wir ja nicht verpetzen, aus einem guten Grund. Der ist ja unser Freund. Ja, und jetzt sind wir hier auf der Suche. Da hinten ist eine Mühle. Sind wir auf der Suche zum zum Bauernhof. Moment mal, da hat was gebrannt. Hier brennt doch was. Oh, was haben wir denn hier? Banditen? Spaß beiseite, das sind keine Banditen. Das sind nämlich Rebellen. Wir haben Rebellen gefunden. Und die haben Waffenbündel bei sich. Mit denen reden wir sofort. Hey du, was schleichst du hier rum? Ja, ja, sorry. Tut mir leid. Ja, das waren die fünf Waffen. Du gehörst nicht zufälligerweise zu den Söldnern, oder? Wie bitte? Ja, wahrscheinlich nicht, sonst hättest du mich doch bestimmt schon getötet, oder? Der redet wie ein Vollidiot. Wer bist du? Ich bin Mason. Ich bin Rebell. Ich hab mit meinen Leuten den Viehhof umzingelt. Wir warten nur noch auf das Zeichen, um loszuschlagen. Ja. Umzingelt? Drei Leute haben den Viehhof umzingelt, okay. Umzingelt? Wovon sprichst du? Wir Rebellen sind überall, musst du wissen. Ach so. Auch wenn du uns nicht immer sehen kannst. Trotzdem beherrschen wir das ganze Tal hier. So, so. Oh Mann. So, so. Was zum Geier hast du vor? Erstmal knöpfen wir uns das Vieh vor. Wart's nur ab, das wird ein Spaß. Ernsthaft? Welches Vieh willst du töten? Na, die fetten Kühe auf dem Viehhof. Wenn die Söldner nichts mehr zu beißen haben, werden sie sicher schnell aufgeben. Verstehe. Oh Mann. Was ist mit den Schweinen? Die sind nicht so wichtig. Die geben ja keine Milch. Verstehe. Oh Gott. Oh Gott, wer wird oh euch Mann. Das Zeichen geben, um loszuschlagen? Wir haben einen Spitzel in Montera eingeschleust. Er wird uns benachrichtigen, wenn der Moment gekommen ist, Montera einzunehmen. Wer ist euer Spitzel? Ich weiß doch gar nicht, ob ich dir vertrauen kann. Aber ich hab da eine Idee. Du hilfst uns bei der Sache mit den Kühen und ich sage dir, wie du Kontakt zu unserem Spitzel aufnimmst. Das weiß ich schon längst, aber gut. Soll ich das jetzt machen? Also Vieh zu töten, Kühe zu töten, das ist mir ein bisschen zuwider, muss ich ehrlich sagen. Ach, ich nehme die Quest einfach mal an, ich muss sie ja nicht vollenden. Ich kümmere mich um die Kühe auf dem Viehhof. Was? Wirklich? Das wäre fantastisch! Du wirst sehen! Die Söldner werden bald aufgeben, wenn die Rinder tot sind. Bestimmt. Wir werden sehen. Erstmal hier. Du hast eine Vollmeise, weißt du das? Wenn du glaubst, dass es eine leichte Sache ist, die Kühe zu töten, dann bist du schiefgewickelt. Die Mistkerle passen auf die Biester auf, wie auf ihren Goldbeutel. Naja, wir werden sehen. Ja. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Oh, also das ist wieder so eine Quest, da denke ich mir nur so, WTF, da steht mein gesunder Menschenverstand. Und
Und natürlich auch mein gutes Herz im Wege. Genauso wie das mit den Sklaven. Das ist genauso eine Sache. Ich hasse es, Sklavenquests zu machen. Was haben wir hier? Oh, da ist ein Ripper. Oh. Oh, ich habe nur noch einen Mana. Was? Ich hatte doch mehr. Ich bin sicher, ich hatte mehr. Na egal. Bevor ich jetzt die Fleischschwanze töte. Oh, sind aber mehrere, das habe ich gehört. Hier sind ganz viele. TF. Was ist denn hier los? Ah, da ist noch eine. Diese Wanzen hier, das ist was anderes. Wenn die Quest heißen würde, töte die Fleischwanzen auf dem Viehhof. Aber gut, das wäre ein bisschen unlogisch. Also, manche, sogar von den Rebellen, sind echt bescheuert. Aber die gibt's auch bei den Orks. Okay, hier wurde eindeutig jemand aufgehangen. Und tschüss. Jawohl, ohne Schaden zu nehmen. Magie ist Beste. Magier haben einen sehr schwierigen Start in Gothic 3. Aber den haben sie immer. Den haben sie so ziemlich immer. Bei Gothic 2 haben sie sogar einen ganz blöden Start. Denn da sind sie zunächst keine Magier. Ah, hier geht das ja gerade noch. Oh, hier sind so viele Pflanzen. Und es kommt mir vor, als ob es laggt. So richtig unnatürlich laggen würde bei mir gerade. Das ist doof. Naja, was soll's. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren eure Meinung dazu lassen, ob ich die Kühe später noch tatsächlich töten soll. Also ehrlich gesagt, es ist eine Quest, für die man EP bekommt, aber eigentlich will ich das irgendwie nicht. Frag nicht warum, es ist einfach so. Das ist meine Meinung dazu. Oh, Weizensack, jawohl. Er braucht 10 Weizensäcke, hat er gesagt, der Sanford. Und die können wir hier dann auch gleich mitnehmen. 4. 5. 6, 7, 8, 9. Einer fehlt noch. Das ist der letzte. Das gibt doch nur wieder Ärger. Na, wo bist du? Am besten, du hältst dich da raus. Der war doch hier. Ah, da ist er ja. So, damit müssen wir alle 10 haben. Ich guck nochmal nach. Jawohl. Außerdem haben wir noch eine Menge toller Zauber wie Flammenwelle, Flammenschwert, Rufen. Können wir ja mal bei Zeiten ausprobieren. Aber erstmal questen wir uns durch. Was ist los? Bist du auch mit der Bezahlung unzufrieden? Geh wieder an die Arbeit! Okay. Langsam, ich bin keiner von deinen Leuten. Was willst du denn hier? Ich bin beschäftigt. Wenn ich nicht aufpasse, hauen die Sklaven ab. Und die Jungs liegen faul in der Gegend herum. Sklaven fliehen von deinem Hof? Ja, verdammt. Musst ja nicht noch in meiner Wunde herumbohren. Nicht genug, dass mir Marek im Nacken sitzt. Jetzt machen sich meine eigenen Männer schon über mich lustig. Okay. Erzähl mir was über Marek. Er ist Ork-Söldner, genau wie ich. Hm? Marek ist unser Anführer hier in Montera. Er kümmert sich darum, dass hier nicht jeder tut, was er will. Möchte gern wissen, wie er das anstellt. Ich komme ja nicht mal mit den paar Leuten auf dem Hof hier klar. Ja, der scheint doch noch was von Marek zu halten. Ich denke, du wirst meine Hilfe brauchen. Ach, scheiße. Ich habe das Gefühl, ich werde es bereuen. Zeig mir erst mal, was du kannst. Dann werde ich nochmal darüber nachdenken. Du solltest deinen Jungs mal ein wenig Dampf unterm Arsch machen. Ja, toller eben. Vorschlag. Das Einzige, was die noch motiviert, ist Alkohol.
Irgendwann werden wir von Korndieben erdolcht oder von Untoten aus der Burg im Osten überrannt. Untoten? Was ist mit den Rebellen? Die Königstreuen verdrücken sich in die Berge oder lungern um Montera herum. Die Rebellen sind keine ernsthafte Bedrohung. Die Korndiebe im Norden machen mir mehr Kopfzerbrechen. Sie kommen nachts und klauen uns die Weizensäcke unterm Arsch weg. Ich warte förmlich darauf, mit zerschnittener Kehle aufzuwachen, während meine eigenen Leute besoffen im Heu liegen. Hast du gerade Untote gesagt? Wenn du dem Weg da nach Osten folgst, kommst du zur alten Festung der Paladine. Sie ist zwar nur noch eine Ruine, aber bewohnt ist sie immer noch. Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich du wäre, würde ich nicht zu nah an die Burg herangehen. Okay. Ich kümmere mich um die Korndiebe. Ich werde mich um die Korndiebe kümmern. Du willst bewerkstelligen, was meine Leute in Wochen nicht geschafft haben? Ja. Ta! Nur zu. Das will ich sehen. Wirst du sehen. Ja, das werden wir doch erledigen. Ah, und übrigens? Dennis hat euch die Heuballen angesteckt. Ja, ich weiß. Das Schwein macht sich auch über mich lustig. Soll er ruhig. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Lass mich. Ich denke darüber nach. Da haben wir ein richtiges Problem. Das gibt doch nur wieder Ärger. Du solltest meinen Rufus? Psst. Hey du. Du siehst anders aus als die anderen hier. Du arbeitest nicht für die Orksöldner, oder? Das hätte ich noch besser wissen müssen. Am besten löst sich da raus. Klar, warum nicht? Und wenn es so wäre? Schon gut, dann will ich nichts gesagt haben. Was? Wenn er so weitermacht, wird es nie was. Kann dir doch egal. Am besten, du hältst dich da raus. Okay, egal. Mit dem reden wir gleich nochmal. Können wir ja nochmal. Wen suchst du? Ich muss unbedingt hier raus. Doch die Söldner überwachen jeden meiner Schritte. Ich brauche einen starken Mann, der sie ablenkt, während ich mich aus dem Staub mache. Ganz schön mutig, mir sowas zu erzählen. Ja, das stimmt. Ach, was habe ich schon zu verlieren? Entweder du hilfst mir jetzt, oder ich bin geliefert. Du gehörst zu den Sklaven, oder? Nein. Bedauerlicherweise. Das war nicht immer so. Doch heute kann man es sich halt nicht aussuchen. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich muss nach Okara. Ah! Und zwar so schnell, wie es geht. Der bringt uns nach Okara. Die Rebellen warten dort schon auf mich. Der bringt uns nach Okara. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für sie. Am besten erledige ich das selbst. Aber bevor wir jetzt weiter diesen Dialog führen, werden wir erstmal speichern. Dann gehe ich zurück. Wenn er so weitermacht, wird es nie was. Weil wir wollen jetzt nicht direkt vom Hof fliehen. Alchemitisch, oh perfekt. Genau, was ich brauche. Das machen wir doch. Aber wir machen noch nicht so viele Heiltränke. 9 Stück sollten erstmal reichen. Weil wichtig ist jetzt, dass wir... Wir haben jetzt nämlich gleich was vor. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Als wenn das so einfach wäre. Als wenn das so einfach wäre. Oh, das dauert jetzt wieder ewig. Ich will jetzt nicht die ganzen Mana-Tränke verballern. Ach komm, was soll es? Hör bloß auf mit der Scheiße. So. So will ich das haben. Glaubst du wirklich? Ja, wir suchen ein paar Korndiebe. Von wo haben die angegriffen? Was hat er gesagt? Töte Kürdis hier, das ist so ein Schwachsinn. Und es kommt noch schlimmer. Die Korndiebe müssen wir. So. Im Norden. Du solltest meinen Rat sehen. Ja, hier. Wir sind richtig. Trotzdem gefällt mir das Ganze. So. Wenn wir dem Weg folgen, hat er gesagt, kommen wir zu diesen Untoten. Ein Wildschwein. Sieh einer an. Na, noch ein bisschen höher. Jawohl. Und jetzt voll aufs Auge. Jawohl, sehr schön. Und wir haben gar nicht so viel Schaden bekommen. Ja, Wildschweine erlegt man nun mal am besten mit Pfeil und Bogen. Es ist einfach so.
Also mit dem Schwert ist das ja grauenvoll. Krötenwolz, okay. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt macht. Ob diesen schon wieder diese scheiß Grafikfehler, ey. Der Mann! Die sollen verschwinden! So, was haben wir hier überall rumlaufen? Hier sind keine wilden Tiere, so wie es scheint. Also ich sehe zumindest nichts. Mal da sehe ich was. Oh ja. Ein Snapper. Das Problem ist, diese Snapper sind so selten allein unterwegs. Da oben, da ist der nächste. Jawohl. Da ist der nächste. Ich glaub's ja nicht. Gucken wir mal, ob wir den rauslocken können. Ja, jetzt brüllt er uns schon an. Oh, der ist ja schnell. Da! Da! Oh! Was ein Schaden! Oh mein Gott! Das war ja krank! Ich will den jetzt nicht. Da! Wow. Also mit dem Stab wird das schwierig. Gut, ich bin auch gerade, habe auch mich auch gerade ziemlich doof angestellt, ehrlich gesagt. Oha. Snapper, also. Ich muss auch gestehen, ich habe die letzten Tage. Also, ich bin auch gerade ein bisschen raus aus Gothic. Ich habe ja sonst immer ein paar Folgen quasi vorgedreht, weil ich die letzte Woche viel zu tun hatte. Und deswegen habe ich, weil ich das schon kommen sehen habe, ein paar Folgen vorgedreht. Und dann mich eine Woche ein bisschen das mit dem Gothic-Zocken zurückgehalten. Aber ich wollte natürlich die Folgen relativ regelmäßig hochladen. So, was war das jetzt? Ach, jetzt habe ich gar keine Mana-Tränke. Ach, Mann. Ja, versuchen wir es nochmal. Bearbeiten wir ihn gegen mal mit Pfeil und Bogen. Wir sollten ihn aber auch treffen. Oh, da kommt der nächste. Da kommen beide, lol. Oh, da kommen drei. Tschüss. Wow. Und da ist noch ein Wildschwein. Ey, willst du mich denn? Hab ich das nicht eben schon? Ach nee, danach hatte ich ja neu geladen. Weil ich ja gestorben bin. Oh, das ist eingebackt. Oh, zu meinem Glück. Es kam hier nicht um die Ecke rum. Ja, jetzt weiß ich welches. Ja. Hier war das Feuer. Das hatte ich vorher umgebracht. Das Spiel hängt gerade aber auch echt unschön. Also, das gefällt mir gar nicht. Weg mit was? Der Waffe! Die wollte ich gar nicht ziehen. Kluges Kerlchen! Die wollte ich noch nicht mal ziehen, Entschuldigung. Tut mir ja leid. Wird nie wieder vorkommen. So, 10. Und nochmal 10 machen wir. Hör bloß auf mit der Scheiße. Hier legen wir mal auf die 6. Schnelltaste. Du solltest meine Art erledigen, sich von selbst. So, damit das... Ah, das ist ein Trick, damit man schneller frisst. Isst. Entschuldigung. Perfekt. Sehr schön.
So, jetzt speichern wir gleich nochmal. Mach mal einen Speicherstein hier auf. Jawohl. Okay. Wollen den jetzt hier rauslocken? Einen von denen? Ja, ja, brüll so viel du willst, blöder Arsch. Jetzt kommt er. Und er ist schnell, wie vorhin. Wow, ist der schnell, ey. Schande. Was? Wieso hat der Feuerball nicht getroffen? Das kann doch nicht sein. Muss jetzt reichen. Ja. Puh. Ey, Halleluja, war das knapp. Ich hätte mich fast noch erwischt eben. Aber das war ja gerade seltsam. Also zwei Feuerbälle haben gefailt. Drei, wenn ich mich nicht verzählt habe. So, da oben ist der nächste. Ist er das? Ist da noch einer? Okay, ich sehe nichts. Kann ich einsammeln. Oh, gefunden. Ja. Oh, der drückt einen Schaden. Diese Snapper sind die schlimmsten. Wo kommt denn Nummer 4 her? Gerade noch rechtzeitig das Inventar aufmachen, sonst wäre ich wieder tot gewesen. So, tschüss. Ich verschwinde. Wow. Der verfolgt mich ja immer noch. Und jetzt kassiert er den Todesschaden, oder was? Ist okay. Ja, Snapper haben wirklich die gruppieren sich schlimmer als Wölfe. Weil bei Wölfen ist es so, wenn die sich sehen, überhaupt auf der Welt, dann laufen die da ab dem Zeitpunkt zusammen rum. Und wenn du einen Wolf angreifst, greift dich auch die ganze Gruppe an. Aber beim Snapper ist es so, dass dich auch wirklich die alle Snapper in der Nähe angreifen. Tschüss. Der ist tot, der ist tot. Der muss tot sein. Jawohl. Magie. Und so. Das sind wieder die Vorteile der Magie. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt Nahkämpfer wäre, könnte ich die wahrscheinlich leichter umbringen. Aber hätte dann das Problem, dass sie mich trotzdem angreifen. Und im Nahkampf mit diesen Snappern, das ist immer schwierig, die zu treffen. Oh, ein Meisterdegen. Okay, kann man nicht tragen, schade. Egal, ein Mana-Trank, das ist gut. Erzrohling, Wein zum Mana herstellen, Rohstahl und ein bisschen Gold. Okay, nächste Truhe. Da ist schon wieder, ein Snapper? Ja, das gibt es nicht. Wie viele sind denn hier? Speichern. Auf die Uhrzeit gucken. Ach so, okay.
Okay. Mann, Mann, Mann. Das sind heftige Viecher, die Snapper. Ja, hab ihn gewonnen. Diese Grafikfehler sind nicht sehr hilfreich bei der Jagd. Speichern. Ich habe gerade viele Pfeile verschossen, deswegen, weil ich einfach nicht mehr gesehen habe. Da, das ist doch zum Kotzen, mal im Ernst. Da habe ich richtig Lust aufzuhören. Was haben wir hier? Das war auf jeden Fall was Rotes. Korndieb. Ah. Bleib stehen. Tschüss. Was? Wo kommt denn der zweite her? So ein Stab hat seine Vorteile. Bin ich gut oder bin ich gut? Wie hat er das denn gemacht? Das gibt es nicht. Wie hat er das denn gemacht? Der hat ausgeholt und ich hatte Parierstange parat. Ach, der hat ja eine Hellebarde gehabt. Ach. Wenn die solche Zweihandwaffen haben und dann mit denen kräftig zuschlagen, dann haben die eine unnatürliche Reichweite und das kann man auch nicht blocken. Das ist... Ah, furchtbar. Mann, Mann, Mann. Ich reiß dir den Kopf ab. Okay, mach mal. Wir locken wieder den Kondiebe hier einzeln raus, wie wir es schon kennen. Wie weit wir ihn schwächen können. So viel dazu. Schwächen können. Dann haut er uns fast kaputt. Da! Was denn, Mann? Tschüss. Mann, Mann, Mann. Ich sage Tschüss, heißt das Tschüss. So, wieder hier diesen lustigen kleinen Bug machen, womit man nicht immer die Animation zum Essen sieht. Sowas ist doch erlaubt, oder? Also, ich würde sagen, es gibt Grenzen innerhalb eines Let's Plays. Die Grenze ist, wenn man sowas nicht machen darf. So, wir haben hier noch einen Wächter, der uns eben kaputt gehauen hat. Der hat uns aber jetzt irgendwie nicht gesehen. Ich reiß dir den Kopf ab! Das Spiel liebt es einfach, bleib stehen, nicht Lügen zu strafen. Oh, da habe ich eine witzige Idee. Das ist krass, wie viele Pfeile der aushält. Aber egal, es reicht jetzt. Ja, Mann. Ah, dieser scheiß Baum. Was? Habt ihr das gesehen? Mein Schlag hat nicht connected, aber seiner schon. Wo ich die längere Waffe habe. Ich habe hier das längere Ding. So. Tschüss. Alles meins. Mann, speichern.
So, hier sind die nächsten. Wie viele sind denn das noch? Hier werde ich zeigen. Einer. Zwei. Drei, vier. Lol. Ich glaube, wir haben ein paar zu viele Aggro gemacht. Ein bisschen mit Magie bekämpfen. Bleib stehen! Tschüss. Okay, die anderen haben umgedreht. Wir hätten den jetzt auch anders töten können. Hinterher ist man immer schlauer. Der fackelt jetzt immerhin schön. Oh, speichern. Sind auch gerade ein bisschen zu weit ans Lager rangegangen. So, da stehen noch die zwei. Ah! Jetzt ist wieder einer Aggro. Der hat diesmal auch keinen Zweihänder. Der hat eine witzige Stimme. Was, warum treffe ich den denn nicht? Nur weil es uneben ist? So, immerhin ist ein starker Schlag. Wie so ein Puterich oder ach, keine Ahnung. Oh Mann. Was war er denn, ey? Krieg ich dich doch noch. Der hat wieder eine ganz doofe. Was mir nicht gefällt. Bleib stehen! Jo. Okay. Soll du es auch tun? Der hat auch so eine Stimme. Oh, herrlich. Genauso wie hieß dieser Sklave? Osko? Irgendeiner war das, der nicht in den Tempel wollte. Der hatte auch so eine witzige Stimme. Um den tat es mir irgendwie leid. Okay. Das wäre jetzt klug. Wollt ihr wohl damit aufhören? Was willst du denn? Wieso ziehe ich den jetzt den an? Mann, hör doch auf! Versuch nicht zu zielen. Denk nicht nach, blöder Held. Ich hab's immer noch drauf. Ja, das war so klar, als diese Kombo gelandet war. Ey, meine Herren. Das ist echt eine Todeskombo, gegen die man nichts machen kann. Oh Mann. So. Wollt ihr wohl damit aufhören? Was? Okay. So, tschüss. Oh, aber für den muss ich einen Heiltrank nehmen. Sonst bin ich gleich im Arsch. Mann, wieso treffe ich den denn nicht? Ich hasse das. Leute nicht treffe, wegen der Landschaft oder so. Es ist zwar gut gemacht von Gothic, dass man dann nicht mehr so richtig trifft, aber das ist auch nervig. Einfach nur, weil man hat einen ganz anderen... Man achtet da doch nicht drauf. Vielleicht ist es auch hier ein bisschen übertrieben gemacht worden. Mit dem Nicht-Treffen. Also eben zum Beispiel hätte ich ihn klar noch getroffen. Ist
da eine Höhle hinter? Tatsache, da ist eine Höhle. Gucken wir uns gleich an. Nein, was erzähle ich hier? Gucken wir uns nächstes Mal an. Denn ich sehe, die Zeit neigt sich hier am Ende. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe. Naja, wir chillen uns erstmal hier schön ans Lagerfeuer. Und warten auf die nächste Folge. Bis dann. Haut rein.